Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Live in the Woods. Ja, es ist schon eine geraume Zeit her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich wollte einfach nur irgendwo hin. Ich habe es komplett vergessen und es ruckelt extrem. Es ruckelt einfach. Oh ja, Shader. Okay, das liegt, glaube ich, hinten dran, dass dort wieder so ein komisches Biom ist. Mit B kann ich nämlich doch meine Leiste wechseln. Das habe ich auch ganz vergessen. Essen wird doch ein bisschen schwierig. Da muss ich schauen, dass ich dort schnellstmöglich wieder was an zu futtern dran komme. War der geladen? Genau. Genau, beide Sachen laufen mit Energie. Ich dachte schon, wieso ist mein Schwert so leicht angedotzt? Oh Gott, das ruckelt, ey. Boah. Ich habe jetzt auch gerade noch den Shader noch umgeändert von Ultra auf High. Es hat ein bisschen was ausgemacht, aber auch nicht gerade viel. Also es sind gerade mal 10 FPS mehr. Oh oh. Wo ist mein Schwert? Ich habe aus Versehen auf Q gedrückt. Da ist mein Schwert. Okay, Alter, ich habe jetzt eine Panik bekommen. Ich habe aus Versehen auf Q gedrückt, weil ich wollte seitlich gehen mit Q. Aber das tut man mit A und D. Ah, Gott, ey. Das ist, ich spiele zu viele Weltraumsimulationen. Also, ich brauche ja nicht mehr großartig zu springen, stimmt ja. Dank meiner Traveler Boots. Dann brauche ich natürlich auch noch die, die Lilypads. Sind das die? Ne, das sind nur die Small Lilypads. Wenn man von Teufel redet, da sind sie doch. Oder sind sie das? Ja. Da kenne ich nämlich hier. Perfekt. Ich bin Jesus. Jetzt kann ich übers Wasser laufen. Wenn das wirklich so ist. Wenn das wirklich so ist, habe ich... Oh, ich habe kein Crafting... Alter, wieso drücke ich jedes Mal auf Q? Ja. Muss doch nochmal hier die Tastenbelegung umändern. Ich brauche Holz. Holz. Wo bekomme ich Holz her? Ah ja, perfekt. Holz. So. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich das Minecraft nicht mehr gespielt habe. Halbe Ewigkeit her. So. Oh, ich glaube, das geht nicht mit dieser Workbench. Das geht nur mit der Crafting Station, wenn ich mich recht entsinne. Es geht, glaube ich, schon mit der Crafting Station. Protection. War das so? Oder war das so gewesen? Moment. B. Guck mal, hier mal das Büchlein. Materials and You. Genau, das war, glaube ich, Materials and You, ne? Nee, ich glaube, das war es auch nicht gewesen. Aber... Das war das mit dem Aufladen, genau. Nee, okay, das war es nicht gewesen. Materials and You. Ich verwechsel das immer. Ich verwechsel das echt jedes Mal. Hat das was gewesen? Kann das sein? Nee, auch nicht. Oh mein Gott. Wie gingen nochmal die Boots? Das sind nur die Sachen hier. Gibt es noch was anderes von der Tinkers? Achso, ja, Atlas. Wollte ich auch noch bauen. Es gab doch noch was. Ein Buch von der Tinkers. Wo sind die Bücher? Wo sind sie? Ich werde euch finden. Ich habe das echt nicht mehr im Kopf, wie die Boots nochmal gingen. Oder ich muss mal ganz kurz dann gleich mal nachschauen im Internet. Wo ist mein Handy? Ich werde es unbedingt nicht hier
Oh, ruckelt das wieder? Ja, es ruckelt wieder. Oh. Scheiß Aufnahmeprogramm, ganz ehrlich. Ich bin wieder bei 59 FPS. Und ja, für mich, bei oben im Bild, der ruckelt das wieder extrem. Warum auch immer. Das ist doch echt ärgerlich. Ach, Google. Google muss herhalten. Sorry. Wieder total unvorbereitet. Okay, das. Also, liegt das am Shader? Oder liegt das am Spiel? Ey, ich weiß es echt nicht, woran es da liegt. Das ist so. Oh, das sieht jetzt wieder hässlich aus. Das sieht ja hässlich aus. Ich glaube, das liegt echt am Shader. Ich bin mir da echt nicht sicher. Dass es immer so ruckelt. Aber trotz Aufnahmeprogramm mit 60 FPS, droppt jedes Mal runter auf 50, 40. Was soll ich jetzt suchen? Die Tinkers Construct. Traveler Gear. Und dann müsste es, glaube ich, doch eigentlich auch dabei sein, wie man. Ja, genau, hier sind Traveler Googles. Na toll. Die Wings, Traveler Boots, Ability, High Jump, Jump Blocks to High. Na toll, es ist. West, Stealth, Wings, Featherfall, okay, die Boots, Waterwalk. Ja, toll. Es ist nämlich mit den Ender-Lilies, mit den normalen Lilypads. Oh Gott. Weil jetzt das Problem ist, ich zeig's euch mal ganz kurz. Na, wo ist es dann? Die Boots. Ah, wobei, vielleicht. Bum, bum. Vielleicht war es ja so rum gewesen, nein. Und zwar sieht das folgendermaßen so bei mir aus. Jetzt weiß ich nicht, ob man es erkennt. Und zwar ist hier kein Crafting-Sachen dabei. Was ich irgendwie ganz, ganz komisch finde. Lilypads, ja. Aber wie. Baut mal die. Wie baut man die? So, nein. War das so? Nein, auch nicht. Ah! Okay. Ausgefunden. Okay. Einfache Sache. Ich wusste es auch. Ich kann es irgendwoher. Okay, da muss ich noch. Wobei ich hätte, könnten auch hier nachschauen mit den Boots. Upsala. Traveler Boots. Aber das zeigt mir nur das hier an. Ne? Hier sind die Wings, da brauche ich Ender Pearl. Jesus! Oh nein. Ich kann nicht rennen über Wasser. Wieso kann ich nicht rennen über Wasser? Hä? Ich dachte, man kann. Mit Shift gehe ich runter, ja. Ich dachte, man kann über das Wasser rennen. Oh, shit, es wird dunkel. Ich dachte, man könnte über das Wasser rennen. Oder? Ja, so tauche ich unter. Seltsam. Okay. Ach, das sieht so hässlich aus ohne Shader. Entweder muss ich da wieder mein Aufnahmeprogramm auf die CPU machen, weil momentan läuft es ja bei mir über die Grafikkarte. Aber das verstehe ich nicht, wieso. Also, dass das wieder so rumspackt.
Gut, dass ich schon rechtzeitig gesehen habe. Ansonsten, ja. Hättet ihr immer mit Ruckla leben müssen. Für die nächsten paar Folgen. Also, ich will ja nicht großartig rennen. Weil es Essen wird knapp bei mir. Das Essen wird richtig knapp bei mir. So, die Sachen kann ich wegmachen. Ach, hier, das dort brauche ich ja nicht. Weg damit. So, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Und das geht bei diesem Wasser nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Alter, sieht das hässlich aus. Ich hätte noch einen anderen Shader. Ach, so sieht es viel besser aus. Und? Hier läuft die FPS, glaube ich, stabil. Aber ich behalte es mal. Ich behalte es mal im Auge. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier genau bin, ey. Ich weiß auch nicht mehr die Koordinaten. Ich habe es mir irgendwo auf so einem kleinen Zettel aufgeschrieben. Aber ich finde diesen Zettel nicht mehr. Oh, finde ich den Weg jemals wieder zurück? Schafe. Schafe für Fleisch. Ja, Hühnchen. Ja. Ja, mit dem Essen. Theoretisch könnte ich auch so noch überleben, wenn ich die Tiere schlachte und bekomme da noch Essen. Achso, geben die Schafe auch Fleisch? Oder geben die nur Wolle? Oh, ich glaube, die geben der Wolle. Mit welcher Version gaben die denn Fleisch? War das mit der 10.2er Version? Oder war das schon mit der 8er Version? Hey. Ich dachte immer, die Schafe geben auch Fleisch. Denk mal, das war mit einer anderen Version gewesen. Keine Kühe mehr da. Oh. Ich weiß echt nicht mehr, wohin ich gehe. Okay, es. Ich muss immer so hin und her schaukeln, damit ich sehe, ob es leckt oder nicht. Aber weil bei mir war es ja gerade eben kurz hier, ja, so eine Leckphase gewesen. So. Pop, 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 pop. Das war falsch. Ich will doch nur hier hoch. Danke. Oh Gott. Also, mit Jump'n'Runs könnt ihr mich nicht begeistern. Jump'n'Runs, oh Gott. Es gibt ja auf diesen offiziellen Server oder bei den anderen Servern gibt es ja diese Skyblock-Geschichte. Für mich wäre das ehrlich gesagt nichts. Hier hätte ich jetzt ja gerne die Flügel. Also für mich wäre das eigentlich jetzt dann nichts mit diesem Skyblock PvP und hast du nicht gesehen. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Dafür bin ich viel zu langsam, wenn man es so nimmt. Weil das sind, glaube ich, die jüngere Generation. Die sind da, glaube ich, ein bisschen besser als ich. Wieso kann ich nicht über das Wasser rennen? Oh. Ich dachte, man konnte über das Wasser rennen. Oder es muss noch ein Upgrade drauf. Aber ich glaube, man kann nur ein Upgrade pro Teil draufhauen. Oh mein Gott. Ich bin hier im Urwald. Also stimmt ja, ich kann ja höher springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ruckelt. Oh mein Gott. Oh Gott, die Welt kommt nicht mehr hinterher. Ich gehe einfach irgendwo quer. Au, 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 au. Au. Was zum Teufel? Ja, ist gut. Deswegen hasse ich diesen Urwald. Diesen Dschungel. Voller Gefahren.
So, ich weiß echt nicht, wo ich bin. Was ist denn das hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg hier. Dass sich das Ganze hier mal ein bisschen beruhigt mit der FPS. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, da. Sehe ich was? Ah, meine Nase juckt. Das hier brauche ich. Boah, was ist denn hier los? Was? Schon voll? Oh. Wieso braucht er eine Ewigkeit, bis er geladen ist? Das verstehe ich nicht. Seltsam. Da sehe ich Kupfer, okay. Was ich auch wieder brauche, ist Aluminium. Da muss ich echt mal die Augen offen halten, ob ich hier irgendwo noch Aluminium Gravel finde. Von der Tinkers Construction. Das sind Kakaobohnen, ne? Genau. So, und ich glaube, die Kakaobohnen... Ne, die kann man nicht in Samen umwandeln. Ah, war das nur mit den Oak Leaves? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde so gerne rennen im Wasser. Aber irgendwie scheint das bei mir nicht zu funktionieren. Oder es muss da, oder es gibt da noch ein Upgrade da drauf auf die Schuhe. Ja, toll, eine Blume. Weg damit. Ich will keine Blumen haben. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwo diesen Zettel finde. Schön wäre es jetzt, wenn man den Atlas hätte, ja? Aber ich weiß nicht, welcher Atlas. Ob der hier? Oder den Antik-Atlas? Weil irgendwie kann ich den nicht craften. Irgendwie kann ich den nicht craften. Eine Feder habe ich. Pulverisierte Kohle, ja. Oh. Aber ich glaube, das ist der hier. Dafür brauche ich Gold. Ne, Redstone. Ich schaue mal, ob ich dann, wenn ich den Weg wieder nach Hause finde, dass ich mir den Atlas irgendwie herstelle. Achso, ich brauche hier auch ja, was ist denn los mit euch? Ich brauche ja auch noch Tinte. Ich brauche auch noch Tinte. Weil ich muss ja dieses Book and Quill machen, das geht ja nur mit Tinte. Oder? Ne, stopp. Das geht doch, glaube ich, nur mit Tinte, oder? Ne, Book and Quill? Ne, genau, Inksack. Oder pulverisierte Kohle, alles klar. Ich brauche keinen, ja, Inksäcke. Aber hier hätte ich mal Gravel. Das ist eher Kupfer. Oder ist das Kupfer? Naja, das ist Kupfer. Ne, Iron. Oh Gott, ruckel, ruckel, ruckel. Okay. Ah gut, okay, weil ich Wasser stand, ging das nicht. Lol, jetzt ernsthaft? Ich hab Waterwalk und es braucht immer noch eine Ewigkeit. Hm, zählt das mit als... Es wird schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Also irgendwie geht hier die Nacht... ist die hier sehr, sehr oft. Kam die beim Vanilla Minecraft genauso oft? Oh nein, nicht schon wieder so ein blöder Dschungel. Da ist Gold. Gold habe ich aber. Oh Gott, ich muss hier aus diesem Dschungel raus. Ich weiß echt nicht, wo ich hier hinrenne. Ich werde auch meinen Weg nicht finden. Das ist ja das Schlimme dabei. Ich
glaube, ich werde den Rückweg nicht mehr finden. Ist das... Das ist ein normaler Körbel, ne? Oh Gott, ich muss jetzt erstmal schlafen. Aber... Ah, ich kann doch schlafen. Ha! Ich weiß nicht mehr. Ja, der Zettel. Weil ich weiß noch, ich habe das Ganze zweimal aufgeschrieben. Oh Gott. Oh Gott. alles klar. Ich bohre mich mal da durch. Uiuiui, tschüss, Dschungel. Ich vermisse dich auch nicht. Ah. Nee, das will ich jetzt noch nicht. Habe ich. Ich muss ja hier irgendwo noch. Genau, Dirt. Ich baue mich mal hoch. Danke. Ich baue mich hoch. Wo bin ich jetzt da hier? Oh, Schneebiom. Sehr schön. Dort gibt's einige Kühe. Ah, ja toll. Tolles Schneebiom. Scheiße. Screenshot ging mit F2, genau. Wenn die Karte mal geladen wird. Was ist das? Okay. Liebe Karte, lädst du heute noch? Das ist eigentlich auch ein schöner Ausblick. Wenn mal die Karte laden würde. Ja, egal. Screenshot. Oh. Da sehe ich was. Bumm. Eisenschaufel holen. Da haben wir doch Aluminium. Wenn es Aluminium ist, ja, ist Aluminium. Genau. Weil Aluminium ist doch bei mir ein bisschen Mangelware. Ah, hier. Kupfer. Moment mal. Was waren hier die ganzen Teile hier bei mir? So. Ja, auch wieder jede Menge Kupfer. Ja, das ist ein normaler Kupferohr. Okay. Salt, ja. Irgendwann einmal, weil Salt habe ich herausgefunden, wie ich das raus... Ach komm. Wie man es bekommt, das ist ja kein Problem. Aber wenn ich schon gerade hier bin, dann kann ich das auch gerade mitnehmen. Salz brauche ich auch im... Schweine. Salz brauche ich auch für bestimmte Lebensmittel. Ja, na toll. Will ich noch gucken, was ich hier wegschmeiße? Warclaim. Gib mir eh. Was? Mining? Okay. So, Salz. Oh, hier, die ganzen Schweine hier. Jede Menge Fleisch. Ich könnte doch quasi ein bisschen weiter reißen. Naja, gut, okay. Weil ich kann jetzt doch schon nicht mehr rennen. Das ist ja das Schlimme daran. Aber, ja. Fleisch als her damit. Ernsthaft? So. Ich glaube, habe ich... Wobei, ich könnte ja auch dem Schwert ja Lack drauf geben. Geht überhaupt Lack? Weil, da habe ich die Chance ja noch mehr an Loot ranzukommen. Also, bei... Was ist denn das da? Achso, okay. Na, sag schon. Hier, bei den Tieren, dass dort mehr Fleisch droppt. Aber ich weiß jetzt ja nicht, ob das... Ob man da Lack kann draufhauen. Okay, bin ich schon wieder voll? Oh mein Gott. Ich muss die ganze Zeit schon auf die Toilette. Oh.
Okay. Ich habe ein Problem. Mir geht das Essen aus. Zur Not muss ich da einen Ofen hinsetzen, mit dem ich Sachen essen kann, braten kann. Aber ich glaube, der hat doch Lack drauf, oder? Lack. Ja, wir haben plus eins nur. Quack, quack, quack. Ente, 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 Ente. Naja, die Simpsons. Oh, der Wolf. Ente, 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 Ente. So. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Ich muss echt mal schauen, ob ich noch meine... Ja, diesen komischen Zettel finde. Oder vielleicht sehe ich irgendwo noch meinen... Ja, was ich eher nicht bezweifle, meinen komischen Bambus-Teil, was ich da gebaut habe. Die Gegend kommt mir auch nicht bekannt vor. Ich glaube, wir rennen falsch. Oh. Oh. Hier ist noch was, was ich brauche. Für Papier herzustellen. Wes? So, pass mal auf. Ja. Das kommt weg. Salz habe ich hier noch. Gut. So. Eigentlich auch eine schöne Gegend, muss ich sagen. Ist auch ganz nett. Grüne Fläche. Das ist doch Aluminium. Mit Eisen. Wunderbar. Da kann ich das alles irgendwann in die Tinkers reinschmeißen. Ich habe mich... Ich weiß nicht, wie ich mal angefangen habe mit der Geschichte mit der Tinkers. Da habe ich kein Aluminium-Curry gefunden oder Aluminium-Erz. Weil ich habe mir diese Quarry gebaut und selbst die hat nicht mal Aluminium rausgeholt, ja. Also entweder ist es unter der Erde sehr selten, was ich eher nicht bezweifle, weil mit anderen Modpacks habe ich ja auch einiges an Aluminium rausgeholt. Oder, was mein Gedanke auch noch eventuell wäre, ist, dass erst passiert, wenn man einen neuen Chunk reinkommt. Also ein neuer geladener Chunk, wo man halt noch nicht erkundet hat. Ja, gut, wobei. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, ich habe mich definitiv verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wie man nach Hause kommt. Weil man kann auch, man hat auch nicht die Möglichkeit, Wegpunkte zu setzen oder beziehungsweise zu teleporten. Das geht halt nur später mit dem Atlas-Loot, also mit dem Atlas selber. Dort kann man, glaube ich, teleportieren. Wenn man dort einen Wegweiser hinstellt, also ein Schild. Verbraucht Ressourcen, das wäre eigentlich nur Hunger. Aber alles oder sonstige... Oh, was ist das? Aber sonstige Ressourcen werden nicht verbraucht. Nur der Hunger wird dann halt gegebenenfalls weniger. Das weiß ich noch. Oder habe ich mal irgendwo gesehen. Ich glaube, das war bei Kronk gewesen. Echt schöne Gegend hier, muss ich echt sagen. Oh, oh. Höhle? Ich habe mich definitiv verlaufen. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwo noch die Dings finde. Diesen Zettel. Da habe ich definitiv meine... mein Punkt eingesetzt. So. Das sagt die Uhr. Ja. Dann würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser Folge? Und wir... Moment, ich schubse mich mal noch ganz kurz da hoch. Boah, perfekt. Dann würde ich sagen, was ist gewesen mit dieser Folge? Und wir sehen uns dann... zum nächsten Mal wieder. Also, ich hoffe mal, das dauert mal nicht so lange. Ich versuche jetzt
die Koordinaten rauszufinden und dann will ich schon direkt die nächste Folge anfangen. Also, bis denne. Tschüss.